Hallo, schön, dass ihr hier heute wieder reinschaut. Ich bin die Irene, Vermittlerin vom Naturhistorischen Museum. Nachdem die Schulen dieses Jahr einige Zeit geschlossen waren, möchte ich heute die Zahlen üben. Aber nicht so, wie du vielleicht denkst. Ich werde zwar die Zahlen schreiben, aber ich werde dir zeigen, wie du ganz einfach ziemlich tolle Tiere aus diesen Zahlen zeichnen kannst. Aus der Zahl 1 wird im Nu das höchste Tier der Welt. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es mit so einem langen Hals und langen Beinen schwierig ist zu trinken. Daher muss dieses Tier das gar nicht oft machen und kann sogar noch länger als ein Kamel ohne Wasser auskommen. Sehr elegant wird aus der Zahl 2 ein großer weißer Vogel, der auf den Seen in unseren Parks und Städten leicht an seinem leuchtend orangefarbenen Schnabel zu erkennen ist. Das nächste Tier gehört neben Gorillas und Schimpansen zu den Menschenaffen. Sie zählen also zu unseren nächsten Verwandten. Du siehst hier einen Orang-Utan. Es sind Baumbewohner mit langen Armen, mit deren Hilfe sie sich an Ästen durch den Urwald schwingen. Die Zahl 4 wird nun weniger exotisch. Es ist ein Säugetier, wie wir Menschen. Es hat ein typisches Merkmal. Das Euter mit den 4 Zitzen. Im Euter wird die Milch gebildet. Übrigens, erst sobald ein Rind ihr erstes Kalb geboren hat, wird es als Kuh bezeichnet. Hier zeigt sich gleich ein Holzfäller, Baumeister und Architekt in einem. Die messerscharfen Zähne dieses Tieres sind eine Besonderheit. Diese schärfen sich ständig nach und hören nie auf zu wachsen, wie das bei Nagetieren so ist. Die Zähne sind sehr wichtig, um Bäume zu fällen oder die Rinde von den Zweigen zu ziehen. Nun tauchen wir ab unter Wasser. Die Haut dieses Tieres besteht aus lauter kleiner Schuppen. Die Flossen benutzt es zum Schwimmen, zum Steuern, zum Bremsen und um sich im Gleichgewicht zu halten. Wir sehen hier einen kleinen bunten Fisch. Tief im Herzen ist dieses kleine Tier, das aus der Zahl 7 entsteht, ein großer Entdecker. Es ist sehr neugierig und erkundet täglich seine Umgebung, merkt sich Orte, Wege, Hindernisse und Futterstellen. Aus der Zahl 8 entsteht ein nicht so beliebtes Tier. Die Zahl ist hier sehr passend, da dieses Tier 8 Beine und bei den meisten Arten ebenso viele Augen hat. Wir sehen hier gleich eine Kreuzspinne, die du vielleicht bei dir im Garten in einem wunderschönen Radnetz entdecken kannst. Aus der letzten Zahl, der Zahl 9, wird ganz geschwind ein Tier mit 2 Flügeln und einem Schnabel. Dieses Tier fliegt durch die Luft und ist ein kleiner blauer Vogel. Ich wünsche dir wieder viel Spaß beim Nachzeichnen. Schick uns doch gern Bilder von den Tieren, die du aus den Zahlen gezeichnet hast. Ich würde mich sehr freuen. Und ich freue mich auch, wenn wir uns bald im Naturhistorischen Museum wiedersehen. Bis bald!